Du musst dir immer vorstellen, dass er in der Bahn sitzt und das sagt, ins Telefon oder so. Ja. Christel, 70. Als ich das Eichhörnchen bei der Beerdigung meines Mannes sah, wusste ich sofort, dass er es war. Carola, 40. Wir sind ja gegen Anglizismen bei Kindern. Deswegen sagen wir jetzt St. Kürbis statt Halloween. Für mich sind. Für mich werden Anglizismen auch immer ein No-Go bleiben. Muss ich ganz klar. Warte mal. 84. So. Kai, 18. Nee, Püppi und ich, das ist schon forever und so. Aber ich suche noch was nebenbei.